Bum, und weiter geht's. Und ich kann die alle mit einem Schlag umbringen. Yeah, bis dann natürlich auf diese... Wie sehen die aus? Sollen das Augen sein? Ich frage mich immer, die Leute, die dafür bezahlt werden, Gegner herzustellen. Also sich zu erfinden. Was sie da machen. Naja, ist ja auch egal jetzt. Aber... Vielleicht kann ich ja jetzt hier was machen. Ja, klick, klick, klick. Oh, oh Mann, oh. Lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Ihr liebt mich ja doch nicht. Jetzt hätte ich mal die Energie gebraucht, die hier ist. Jo. Na, natürlich kann man das erst später wissen. Warum kann er die Tränke eigentlich nicht mitnehmen? Wäre vielleicht mal ganz clever. Idiot. Rowdy. Nö, sofort trinken. Nicht für später aufbewahren, wenn du kurz vorm Sterben bist. Nein. Oh nein, ich habe einen Kratzer. Ich muss meine ganze Energie aufbrauchen. Meine ganze... Was? Ich musste gerade gucken, ob da was ist. Mein ganzes Item aufbrauchen. Okay, ich laufe hier einfach mal... Das kommt mir doch schon mal her. Hä? M. Night Shyamalan? Okay. Ich gehe und gehe und gehe. Und auf meinem Weg gehe ich in die Gegner rein. Und hab nur noch 9, ich könnte schreien. Und ich hoffe auf Energie. Gibt's aber, denke ich mal, nie. Erst vor dem Endgegner. Und ich frag mich, was der hier für einer ist. Welcher Architekt hat sich diesen scheiß Burg ausgedacht? Ich möchte ja nicht drin leben. Bam. Nope. Wer kennt's nicht? Gegner lassen dich sofort in Ruhe, wenn du den Bildschirm verlässt. Praktisch. Bio! Hexerei. Okay. War das jetzt gut? Wollte ich das? Hallo, antworte mir. Wollte ich das oder wollte ich das nicht? Ich bin ein bisschen verwirrt jetzt. Nein! Ich hätte gerade immer ein Level. Soll ich... Was hat mich der ganze Weg hat mir nichts gebracht. Ein Level. Wusch, bevor ich ihn überhaupt in die Einzelteile zerlege, kriege ich schon Level. Oh, und werde getroffen. Nee, aber ernsthaft, was hat mich... Dieser ganze Weg da, der hat mir überhaupt nichts gebracht. Hm. Ich wollte ja eigentlich ganz woanders hin. Aber okay. Ja, komm. Schieß ein Stück von dir selbst. Das ist ganz schön krankhaft und suizidal. Oh Mann. Ich will eigentlich nur gucken, ob es hier Energie gibt. Ihr seid echt gute Werfer. Ich meine, so einen Knochen von sich selbst so weit zu werfen und... Nein. Oh Mann, MP brauche ich nicht. Oh. Was war? Nee, ich habe gerade rausgeguckt und gedacht, was ein wunderschöner Tag es ist. Und dann habe ich gemerkt, dass nachts ist. Und der Tag gar nicht hübsch sein kann. Mal die Sonne nicht scheint. Und dann habe ich mir gedacht, was würdest du machen, wenn du könntest du alles nochmal tun? Jo, und dann habe ich mir gedacht, ich schmeiß mich ins Wasser und sterbe. Oh mein Gott, okay, ich bin super schlecht. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir so leid. Ich bin es nicht wert, ein NES-Spieler zu sein. Ich bin auch kein NES-Spieler. Ich bin ein Super Nintendo-Spieler und ein, da wo es auch ziemlich viele scheiß Sachen gab und so, klar. Aber ich bin lieber so ein Stratege, der auch mal sich seine Energie aufteilen kann. Nein, ich komme da immer hin. Das ist doch gut. Okay. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Ich gehe mal nach rechts. Nee, ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Ich wollte nur mal gucken. Hä? Wartet, Leute. Wartet. Bringt mir das irgendwas hier? Außer jetzt Erfahrung zu sammeln. Nope. Ah.
Ich weiß ja, dass ich gleich Magie bekomme, deshalb benutze ich das jetzt einfach mal. Ist richtig stark, diese Magie. Und das war es auch schon. Okay, ich kriege meine Magie. Das könnte Energie sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Tut mir leid, ich muss reden, ich weiß. Reden. Was könnte ich dann mal sagen? Ich sag eigentlich einfach mal, ich bin gleich wieder tot und wollte eigentlich nur gucken, wo es dahin geht. Und ich hätte das mal einsammeln sollen. Idiot! Ich glaube es nicht. Ich kriege keine Energie. Und ich fühle mich so schlecht, dass ich meine hier nicht absprechen kann und nichts. Und okay, das kann ich schaffen. Oder auch nicht. Mein Glück hat er sich bewegt. Und jetzt kann ich... Oh mein Gott. Seht ihr das auch? Vorhin habe ich nur so angegeben. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Ich bin so doof. Ich muss jetzt also mehr darauf achten, was hier so ist. Geh mal weg. Ja, genau. Die Augen bleiben noch. Das ist natürlich sehr ekelhaft. Habe ich irgendwie das Gefühl, die haben eine Seele oder so. Obwohl es ja Skelette sind. Wie bewegen sich eigentlich Skelette ohne Muskeln? Ah, der Schlüssel. Ja, ist auch gut. So, jetzt muss ich hier durchkommen, ohne getroffen zu werden. Und das machen wir, indem wir ein Lied singen. Hey, ho, Ah, überall wird es langsam. Überall. Was wollen die Matrosen? Gold und Rum. Ich dachte mal, Ruhm oder Rum? Das wusste ich nie. Hey, auf mich zu beschießen. No. Was ist denn hier? Hier muss doch irgendwas sein. Ach so, auf Abkürzung. Mir egal. Ich bin gestorben. Also ist mir die Abkürzung auch egal. Wo ist denn hier noch eine Heilung? Das kann nicht wahr sein. Ja, guck ich mal hier. Ich darf nicht mehr einmal getroffen werden. Das ist echt doof. Ich habe keine Lust, alles normal zu machen. Ich hätte nichts dagegen. Man kriegt in jedem Dungeon beide Verbesserungen. Okay. Ich hätte nichts dagegen, nochmal durchzulaufen oder sowas, aber alles nochmal zu machen, nervt echt. Jo. Das ist doch schön. Jetzt bin ich richtig stark mit dem Schwert und ich habe noch nicht mal die anderen Sachen. Ich war unten rechts noch nicht, glaube ich. Das ist natürlich blöd. Oh nein. Oh mein Gott. Aber ich habe ein Kreuz, ich habe zwei Schwerter-Upgrades, ich denke mal, das war's. 99, ich dachte bloß, man kann nicht mehr als 99 bekommen. Was? Ich habe noch nicht mal geübt und habe schon das beste Level? Nee, Leute, ist in Ordnung. Wir machen jetzt einen Endgegner und dann sind wir auch alle glücklich, nicht wahr? Bis auf die, die sterben und meine Schwester und so. Bäm! Ich gehe rechts rein. Da ist der Drache also. Hohoho. Der natürlich. Warum wird er nicht getroffen? Aua, ich werde auch getroffen. Und... schön ordentlich fertig gemacht. Eine Ecke eingehauen. Und ich nehme irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was ich da nehme, aber ich nehme irgendwas. Und es gibt keine Geschichte oder so. Ah, das war ein Rachefeldzug, weil das war ja der, der Siren mitgenommen hat, der Drache. Aber war das nicht süß? Der Drache war eigentlich in der Höhle und hat dann gedacht, Leute, ich will gar nicht in der Höhle, nur weil ich Drache bin. Die Höhle ist nass und feucht und nass und kalt und feucht. Und da ist so ein Ninja, der durchgehend wie ein Depp rumspringt. Und hat er gesagt, ich will auch mal da, wo andere sind. Und hat er gesagt, ich will auf den Thron.
Also hat der Drache, der eigentlich, warte, der bestand aus Stein. Ein Drache, der ein Gargoyle ist, also ein Crossdressing-Drache, hat sich auf den Thron gesetzt und hat gedacht, yeah, fuck yeah, ich bin jetzt ein König. Wurde aber mal wieder zu Stein und ich bin durch Zufall hingekommen, als er... die Geschichte ist so tief, also ich glaube, da muss man sich richtig reinlesen und so und den Hintergrund zu verstehen. Das ist schon krass, das ist schon heftig. Noch zwei Level, ich kann kein Level mehr höher gehen, aber das ist blöd. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich aufpassen, aber vorm Endgegner gibt es immer Energie, das heißt, es wird schon. Puh, mal gucken, wann wir die beiden Level machen. Turm und Berge. Und ich muss wieder anfangen, mehr zu sprechen, aber es war jetzt echt anstrengend, immer wieder durchzulaufen. Und ich versuche mich jetzt ein bisschen zusammenzureißen. Aber jetzt habe ich ein, boah, so ein starkes Schwert. Bisschen seltsam aufgebaut, das Spiel. Aber es ist lustig, macht Spaß, die Steuerung ist auch gut. Aber warum kriegt man beide Sachen in einem Dungeon? Hm. Das könnten sie heute, glaube ich, nicht mehr machen. Okay. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Es sei denn, ihr guckt das so spät, dass die anderen schon aufgenommen sind. Es sind ja nicht mehr viele. Noch zwei Level. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Lol. Ich wünsche euch alles Gute und denkt immer dran, auch ihr könnt ein Grandmaster sein. Shaka.